überschaubarem Umfeld ein bisschen was euch erzählen, denn im Großen so im Kleinen. Ne? Aber kommen wir gleich zu. Jetzt geht's erstmal los. Gott unterstützt dich bei Problemen mit Verschwörungserzählungen. Du hörst zu Hause viel über Echsenmenschen, QAnon oder die geheimen Pläne der Regierung? Ja, liebe kleine Racker, vielleicht bei euren Eltern, die diesen Kanal schauen. Du bist überfordert, weil dein Vater dir krude Videos schickt und rassistische Verschwörungserzählungen im Familienchat teilt? Vielleicht, weil er diesen Kanal schaut. Gott melden, ne? Und ich habe einige Zuschriften gekriegt. Was ist denn da los bei dir? Bad Meinberg, da wohne ich ja. Leiche gefunden, Jugendliche, Film, Tat. Wer war es? Ja, drei Schüler, 14, 15, 15. Die haben da noch ein Video gedreht, als sie den Mann niedergemetzelt haben. Und wer waren die Täter? Spielt ja gar keine Rolle. Ein junger Russe und ein gleichaltriger Türke. Und dann haben die noch einen da ans Messer geliefert. Und das ist ein weterer Deutsch-Türke. Also summa summarum, ein Russe und zwei Türken. Ihr kleine Fotzen. Ja, und der Mörder möge in Frieden ruhen. Ich bin den Grünen beigetreten, weil die AfDler gesagt haben, die Grünen sind unsere Hauptfeinde. Und das wollte ich sein, ein Hauptgegner, nicht ein Feind, aber ein Hauptgegner der AfD. Boah, gut, dass der Gilfler, wenn mal Krönchen nicht da ist. Und was für eine Macht erhebt sich da mit dieser älteren Dame? Denn das ist undenkbar, dass es das in unserem Land noch gibt, dass so etwas möglich ist, was die sagen, was die treiben. Ja, mein Reden, Brückenschlag, das Kalkutta an der Spree. Oh, Redaktion, Grüne, Berlin, Bettwanzen, Schädlinge, was soll denn diese Einblendung? So was Unpassendes. Wie auch das, ne, Friederike Merz. Deutschland sollte keine Gaza-Flüchtlinge aufnehmen, hat er zum dritten Mal in seinem Leben schon was Vernünftiges gesagt, das Antisemitismusproblem würde sich verschärfen. Und ein erheblicher Teil der Bevölkerung in Gaza unterstützt die Hamas. Apropos Hamas unterstützen, Fridays for Future. Nee, da kommen wir gleich zu. Aber erstmal, ja, als guter Christ sollte Friederike Merz allerdings auch dieses berücksichtigen. Ne? Der Vatikan fordert, also die Päpstin Franziska, wir Europäer sollen 20 Millionen Migranten aufnehmen pro Jahr. Rechtsradikal. 200 Millionen. Und jetzt kommen wir hier zu dem ungewaschenen Balk Week 270. Also heute streiken wir da erstmal Solidarität mit Palästina und Gaza. Ihr Nuttenkinder. Zu Beginn möchte ich eines unmissverständlich deutlich machen. Gebärbockt. Unverständlich deutlich machen. Das stimmt schon. Wenn wir als Fridays for Future Deutschland, als Jugendklimabewegung gefragt werden, wo wir stehen, dann sage ich, wir stehen hier. Wir stehen hier mit euch alle zusammen und das ist nicht verhandelbar, nicht für uns hier. Ja, das ungewaschene Gehör steht da woanders. Week 271 und die fordert natürlich Justice for Palestine. Die sind da stuck? Die sind nicht stuck, die sind einfach nur antisemitisch, ne? Mit böse Zungenbucke. Komm her. Apropos, Antisemitismus gehöre an seiner Schule zum Alltag. Viele seiner Kollegen scheuten deshalb die Diskussion über den Nahostkonflikt, ja, weil sie sonst aufs Maul kriegen, ne? Von den kleinen Rackern. Das sind wirklich krass antijüdische Sachen, die man da hört. Wirklich krass. EU fordert Feuerpausen im Nahostkonflikt. Ja, das interessiert die bestimmt. Bundeskanzler Scholz betonte zum Abschluss des EU-Gipfels, zugleich sei Israels Recht auf Selbstverteidigung bekräftigt worden. Daran kann ich mich nicht erinnern. Auch weitere Hilfen für die Ukraine wurden beschlossen. Eine Bande von Idioten! Vorstoß mit Bodentruppen im Gazastreifen. Let's go! Das israelische Militär drang nach eigenen Angaben zeitweise mit Panzern in das Zentrum von Gaza vor, unterstützt von Kampfflugzeugen. Let's go! Ja, Hamas zerstören, fettes Double of Like. Zivilbevölkerung verletzen oder töten, fettes Double Dislike. Raketen der Terrororganisation Hamas schlugen in ein Haus in der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv ein.
ihr Scholzlutscher! Lage in ukrainischer Frontstadt Avdiivka weiter kritisch. Mensch, stimmt, da wird ja auch noch gekämpft. Warnstreiks im Einzelhandel. Ach, papalapap, Bürgergeld. Die Linksextremisten planen Anschwärzgesetz des Grauens. Im Einzelhandel auch. Geheimdienst sollen Menschen in ihrem privaten Umfeld verächtlich machen dürfen. Endlich! Die Linksextremistin will den Verfassungsschmutz mehr Rechte einräumen. Wird höchste Zeit. Die Übermittlung der Radikalitätsvorwürfe muss einzig der Deradikalisierung dienen oder irgendwie helfen. DDR 2.0 oder was? Das Gefährdungspotenzial zu reduzieren. So der schwammige Wortlaut im Gesetzesentwurf, der bereits im August von der Bund Regierung mit Zustimmung der FDP durchgewunken wurde. Oh, festgenommener Islamist war 5 Jahre im Aussteigerprogramm, hat nicht so viel gebracht. Ne? Tarek S. hier 2016 in Düsseldorf vor Gericht. Na gut. Vergewaltigung in Mägerkingen, Putzi-Leifahrt mit Phantombild nach Täter. Muss das sein? Ist doch rassistisch. Hier sehen wir den Gentleman oder, ja komm, ja, Kavaliersdelikt. Aber ausgerechnet auf einer Beerdigung ist im Vormittag in Lippstadt ein handfester Streit ausgebrochen. Aber bestimmt die Müllers, Meyers oder Schulzes. 4 Besucher wurden verletzt, schnelle Genesung. Einer davon musste mit schweren Stichverletzungen ins Krankenhaus. Kann auch gar nicht mehr auf eine Beerdigung gehen, in diesem Schittel, aber Schwarze in Deutschland besonders betroffen. Oh, der Befragung zufolge hat Rassismus zugenommen. Ja, spielt ja Aldi Nord möglicherweise auch mit rein. Ne? Stellungnahme in eigener Sache, blockierte X-Konten, die wollen da irgendwie diskutieren, haben aber ausgerechnet nur die zugelassen, die von Aldi Nord da erwähnt werden. Oh, und hier sehen wir es nochmal, diese Werbung, wo offensichtlich eine Szene aus dem Görlitzer Park nachgestellt wurde. Ne? Würden ewig Gestrige munkeln. Oh mein Gott. Oh mein Gott, genau. Also, oh mein Gott, der Gaukler ist völlig durch. Die Main Story. It's Showtime! Es ist so, Deutsche wollen gut sein. Und das ist gut so, dass sie das wollen. Oh, bei den Göttern. Denn das wollen die besseren Deutschen sein? Ja, aber das dürfen wir nicht gleich ironisieren. Oh, das wird ja immer schöner. Sondern das ist eine Verpflichtung, die auf dem Land liegt, seit das Land wieder begonnen hat, demokratisch zu werden. Mensch, gebt dem senilen Greis seine Tabletten! Und trotz des Asylkompromisses, der das Recht so ein bisschen eingeschränkt hat, gibt es immer noch diese massive Zuwanderung. Und es hat sich gezeigt, dass in allen Ländern diese Verunsicherung durch eine Zuwanderung, die einem Teil der Menschen, nicht allen, aber einem Teil der Gesellschaften den Eindruck erweckt, ich bin nicht mehr dort zu Hause, wo ich wohne, sondern das wird mein eigenes Umfeld wird mir fremd. Ja, aber es ist nur ein klitzekleiner Teil von diesen ewig Gestrigen. Und so hat sich gezeigt, und das gibt es auch wissenschaftliche Arbeiten darüber, das ist jetzt nicht nur aus dem Bauch gesprochen, dass ein bestimmtes Maß an Zuwanderung dafür sorgt, dass automatisch der Teil der Bevölkerung, der Sicherheit wichtiger nimmt als Freiheit, und das ist immer so rund ein Drittel unserer europäischen Gesellschaft. Ach, die Leier wieder mit denen Sicherheit wichtiger als Freiheit. Das sind Menschen, die Freiheit weniger lieben als Sicherheit, wie schon erwähnt. Ist es demnach dann die absolute Freiheit, wenn da ganz viele Vergewaltigungen und Messerstechereien stattfinden? Dass dieser Teil dann, wenn die traditionellen konservativen Parteien ihnen nicht mehr konservativ genug sind, sich einen anderen politischen Ausweg sucht. Ah, aus dem Blickwinkel habe ich das noch gar nicht betrachtet. Sie haben von Kontrollverlust gesprochen. Ja, das ist eigentlich eine Vokabel aus dem Sprech der AfD. Ja. Waren Sie da